In diesem Video vermitteln wir Ihnen Grundlagen und Hintergründe zu Vakuumpumpen. Unterdruck wird in vielen Fahrzeugen zur Bremskraftunterstützung und zum Betätigen von pneumatischen Einrichtungen verwendet. Im Bremskraftverstärker zum Beispiel wird dadurch die Kraft, die vom Fuß auf das Bremspedal aufgebracht wird, um ein Vielfaches verstärkt. Unterdruckdosen werden zum Verstellen von Klappen, Ventilen und anderen Bauteilen eingesetzt. Beispiele dafür sind Abgasrückführungsventile, Saugrohrschaltungen, Abgasklappen und Turboladersteuerung. Vakuumpumpen werden in Fahrzeugen eingebaut, die über keinen ausreichenden Unterdruck verfügen. Konventionelle Dieselmotoren sind serienmäßig mit einer Vakuumpumpe ausgerüstet, da sie keine Drosselklappe besitzen und deshalb kein Unterdruck erzeugt wird. Auch bei Ottomotoren, bei denen der Unterdruck im Saugrohr hinter der Drosselklappe nicht ausreicht, nimmt die Verbreitung von Vakuumpumpen zu. Aus diesen Gründen und durch den Dieselboom der letzten Jahre sind heute mehr Vakuumpumpen verbaut als je zuvor. In manchen Märkten ist mittlerweile im Motorraum ein Schema der Unterdruckleitungen vorgeschrieben. Vakuumpumpen, wie sie in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, erzeugen einen Unterdruck von ca. 0,7 bis 0,9 bar. Sie müssen so ausgelegt sein, dass auch bei häufigen Bremsmanövern ausreichend Unterdruck für den Bremskraftverstärker zur Verfügung steht. Altbewährt sind Vakuumpumpen, bei denen sich ein Kolben oder eine Membran hin und her bewegt. Eine jüngere Entwicklung sind Flügelzellen-Vakuumpumpen mit rotierendem Antrieb. Durch einen Rotor mit einem oder mehreren Flügeln entstehen Arbeitsräume, deren Größe sich während des Arbeitsspiels ändert. Der Antrieb einer Vakuumpumpe kann durch Nocken, Stößel, Kette, Riemen oder Kurvenscheibe erfolgen. Stand der Technik sind Einflügel-Vakuumpumpen, die in vielen Fällen am Zylinderkopf montiert sind und von der Nockenwelle angetrieben werden. Die abgesaugte Luft wird in der Regel in den Zylinderkopf geleitet. Diese Hochgeschwindigkeitsaufnahme in das Innere einer Einflügel-Vakuumpumpe vermittelt einen Eindruck, welche Belastungen im Betrieb auftreten. Zur inneren Abdichtung, zur Wärmeabfuhr und zur Schmierung benötigen Vakuumpumpen Schmieröl. Die Versorgung mit Schmieröl erfolgt häufig durch Kanäle im Zylinderkopf oder in der Nockenwelle. Das Schmieröl wird zusammen mit der Abluft in den Motor zurückgeführt. Bei den sogenannten Tandempumpen werden Vakuumpumpen mit anderen Förderpumpen auf einer gemeinsamen Achse kombiniert. Als Kraftstoff-Vakuumpumpe oder wie hier in Verbindung mit einer Ölpumpe. Zukünftige Entwicklungen, gerade im Hinblick auf alternative Antriebssysteme, gehen in Richtung elektrische Vakuumpumpen. Sie können unabhängig von einem Fahrzeugmotor und bei Bedarf eingeschaltet werden. Bei Hybridfahrzeugen halten sie die Bremskraftunterstützung aufrecht, wenn der Verbrennungsmotor abgeschaltet ist. Der Systemlieferant Pierburg ist führender Hersteller von Vakuumpumpen für die internationale Automobilindustrie. Als Erstausrüster verfügt Pierburg über eine jahrzehntelange Kompetenz in der Entwicklung und Fertigung und hat durch innovative Konzepte maßgeblich zum Stand der Technik beigetragen. Auch der Service in Form von technischen Informationen zum Produkt hat bei Pierburg eine lange Tradition. Weitere Informationen zu Vakuumpumpen finden Sie auf unserer Website.